Ja, jetzt starten wir mal mit den Schuhen. Und zwar sind heute die Powerlifter-Schuhe am Start. Das heißt nichts anderes, dass wir ein relativ schweres Workout machen. Und zwar habe ich ja im letzten Workout schon mal mit Henry ein bisschen was gezeigt. Wie ihr hier jetzt sehen könnt, haben wir wieder zwei Booster-Packages. Das heißt, heute haben wir Herrn Barling am Start. Er trainiert das Ganze mit. Und ich werde nochmal wieder ein paar Tipps geben rund um das Beintraining und diesmal auch in Kombination um das Bauchtraining für Anfänger, die quasi noch nicht so die Ahnung haben, was sie machen müssen. Und dazu gucken wir jetzt gerade Flowfinder, ob das für mich jetzt gerade noch motivierend ist, weil ich schon oft gesehen habe, weiß ich jetzt nicht. Ich teste es mal aus, aber für Herrn Barling schon, schätze ich. Ansonsten gibt es wieder eine andere Motivation. Okay, bis gleich und ciao. Ja, dann werden wir erstmal auf. 5 Minuten sind das jetzt, die wir hier machen. Steigung 15, 4,5 km/h, gemäßigtes Tempo und dann gleich fahren wir los. Hast du schon Bock? Ja. Sehr schön. Eine kleine Erklärung zu dieser Übung, und zwar machen wir diese so eine Art Chair Squats, sage ich mal. Wir machen jetzt 10 Kilo pro Seite drauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel vom Squat-Gewicht gehe, wäre ich wahrscheinlich so auf 130, 140 Kilo. Wir gehen schön tief runter. Explosionsartig hoch, also hier geht es nicht ums Gewicht. Jetzt kriegst du einmal die Kamera und kannst das Ganze einmal filmen. Versuch mal wirklich ganz die Range aufzupacken. Da mache ich vielleicht was weiter hinten. Ja, dass man nicht vor uns geht. Und da bin ich wirklich gefühlt. Also du bist relativ weit nach vorne. Ich kann mal den Position wechseln, das war von vorne zu hinten. Ja. Schön tief runter und so, jetzt kommen wir mal zu Marco. Wir schauen mal, ob wir was verbessern können. Wie ihr merkt und hört, ist schon relativ anstrengend. Ich hoffe, die Musik im Hintergrund belastet mich. Das ist eigentlich relativ gut. Das ist ganz gut. Also hier von der Handposition ist es eigentlich relativ, ob ihr das enger macht oder breiter. Also es ist schon so, wenn ihr enger macht und nach vorne drückt den Ellbogen, so wie er das jetzt macht, ist gut, stabilisiert ihr hier oben den Rücken. Ich mache es gerne breiter, weil meine Schulter sonst so ein bisschen zieht. Also ich versuche so einen Mittelpunkt zu finden. Man muss sich da nicht durchquälen, wenn man das nicht anders schafft. Schwer? Noch geht's. Okay, also probieren wir gleich mal, wenn wir die machen, wenn wir unten sind, immer einen kurzen Stopp hier unten und dann explosionsartig hoch, so wie du es bei mir schon gesehen hast. Jetzt machen wir noch 12, 10, 8, 6 Sätze und dann kommen wir zur nächsten Übung. Und die filme ich jetzt nicht mehr. Ja, jetzt haben wir die erste Übung gemacht. Man kann schon gut merken, wie gesagt, hier gehen wir nicht auf Maximalgewicht, weil wir nicht möchten, dass unsere Übung, unsere Beine gleich in der ersten Übung schon auspowern. Man sagt ja grundsätzlich, man sollte so in der ersten Übung 60, 70, 80% geben, damit man später noch Luft hat. Folgt mir einmal, ich möchte was Grundsätzliches zeigen. Vielleicht eine gute Lehrmethode oder eine gute Art, etwas zu verändern. Kannst du ein bisschen da mal filmen? Und zwar mit ein bisschen wenig Platz. Genau. Was wir machen, also ich mache jetzt mal einen leichten Ausdruck. Es gibt ja die Leute, die kommen nur, sag ich mal, wenn sie stehen, haben sie Mobilität und kommen nur bis hier runter. Das ist ja natürlich nicht der Sinn des Ziels, weil wir ja Full Range of Motion haben wollen. Wenn ich jetzt bei mir sehe, ich komme bis zu diesem Punkt runter, also ich komme so runter. Es ist aber noch Spiel, weil ich immer merke, bis noch ein bisschen nach unten kommt. Klar, wir wollen diesen Butt Rate nicht drin haben, aber um das Ganze auszubessern, empfehle ich euch, vielleicht entweder erst die erste Übung zu machen oder bevor ihr die erste Übung macht, Folgendes zu machen. Ihr nehmt Gewicht, sagen wir 6 Kilo, schnallt über die Hand, Ellbogen so, geht nach unten, drückt die Innenschenkel nach außen, Rücken gerade und drückt den Po so ein bisschen nach unten. Dann merkt ihr das schon, ich mach das mal hin. Also macht dann circa eine Minute und hier im inneren Beinbereich, dann spart es schon ordentlich. Durch diese Übung, also die habe ich mal eine Zeit lang, sag ich mal, bin ich, boah, eben kurz warten,
bin ich, sag ich mal, ein- bis zweimal am Tag trainieren gegangen und dann habe ich die morgens und mein Dehnprogramm mehr oder weniger mit eingebaut. Das ist eine gute Übung, um die Mobilität grundsätzlich zu erhöhen und um auch bei den Squats viel, viel tiefer zu kommen. Das sage ich jetzt hier einmal, weil es natürlich ein Video ist, was mehr oder weniger für Anfänger sein soll. Und Marco hinter der Kamera, der kann das vielleicht auch ein bisschen als Wissen benutzen. Wir machen davon jetzt mal ein, zwei Sätze zwischendurch. Wie gesagt, wir können die nach ersten Übung machen oder halt direkt vorm Training. Jetzt kann irgendwelche Leute natürlich wieder sagen, ja, man macht das so und so und so. Erstmal die Hauptsache ist, dass ihr es macht. Weil wenn ihr es nicht macht, dann ist es scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, wann ihr es macht. Also fangt damit mal an. Wir machen jetzt ein, zwei Sätze und dann machen wir mal weiter. Weil gleich habe ich noch bei der Beinpresse eine richtig geniale Intensitätsmethode. Und da kommen wir gleich zu. Jetzt haben wir das Ganze gemacht mit dem Dehnen. Ich kann sagen, ich merke es hier schon extrem. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Marco ist, aber wie ist es bei dir? Ja doch, man merkt es wohl ordentlich, finde ich. Okay. Jetzt zeige ich euch mal eine Methode, um auf der Beinpresse eigentlich mal den Beinbizeps viel mehr zu spüren und vielleicht auch den Po mit reinzubringen. Jetzt ist es so, ich empfehle es natürlich Leuten nicht, die gewisse Knieprobleme haben, weil ich sage mal erst, worauf man achtet und dann, was ich quasi anders mache, um, sage ich mal, diese Intensität hervorzuheben. Wie gesagt, wenn du Knieprobleme hast, dann machst du das nicht. Wenn du es doch machst und dich dann verletzt quasi, ja, dann musst du damit selber zusehen. Ich sag mal so, da kann ich dann nichts mehr dran ändern. Also du musst schon aus jedem Video das lernen und im Endeffekt lernt man dann, wenn man zuhört, was ich hier quasi sage. Wir gehen mal zur Beinpresse. Ich sag mal so, das Maximalgewicht wären vielleicht, ich schätze mal pro Seite so, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, ich schätze mal so 200, 250 Kilo, das möchte ich aber jetzt gar nicht. Ich hänge mir mal ein bisschen was ab und gehe auf pro Seite 40 Kilogramm. Und zwar, also ich sag mal so, viele können jetzt sagen, ja, der pusht viel zu viel oder sonst was, also der macht viel zu viel Gewicht für seine Größe und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist es so, diese Beinpresse läuft viel, viel leichter und dadurch hat man halt ein höheres Gewicht, das man machen kann. Also, kannst du einmal von hier filmen, so von hinten, diese Ansicht. Jo. So, die normale Ausführung wäre, ja, das habe ich in einer der letzten Videos auch schon gezeigt, dass ich quasi die Zehenhöhe auf etwas über Kniehöhe und etwas über Schulterhöhe habe oder auf gleichem Level. Dann Wirbelsäule natürlich gerade zur, also Halswirbelsäule gerade zur Wirbelsäule und dann drücke ich möglichst tief runter und der explosionsartig hoch. Was ich jetzt ändere, ist folgendes: Ich mache die Hacken oder die Fersen unten ans Ende des Puls. Das folgt natürlich dazu, dass der Winkel von den Knien über diese Linie von den Zehenspitzen ist. Das lernen viele direkt am Anfang, dass man sich dadurch die Knie kaputt macht. Aber ich sag mal so, wenn man wenig Gewicht macht und wirklich intensiv mit einer Muscle-Mind-Connection arbeitet, dann wird man auch dementsprechend das Knie nicht merken. Jetzt film am besten mal von hier. Also ich mache das jetzt wirklich schön langsam, drücke das Ganze hoch, halte mich fest, mache wirklich einen Karten, also relativ gerade wie Nackenwirbel oder Halswirbelsäule, gehe langsam runter an einen schönen tiefen Punkt, dann merke ich schon, hier spannt es extrem und bringe die Atmung auf extreme Breite. Ich stehe vielleicht ein bisschen enger als sonst, das ist auch kein Problem. Was ich hier natürlich nicht machen darf, die Knie nach innen wegwinkeln. Das sollte man so oder so nicht machen. Also grundsätzlich entweder gerade nach vorne, also quasi in Reihe geschaltet zu den Zehenspitzen oder minimal nach außen. Aber dann darf man die Zehenspitzen auch mit nach außen stellen. Ich mache jetzt diese Position, weil ich grundsätzlich keine Knieprobleme habe. Und jetzt mache ich erstmal 15 Wiederholungen zum Aufwärmen und ich fange nochmal neu an. Könnt ihr euch das angucken? Und ich stoppe unten auch mal schön. Vier. Fünf. Sechs. Also du bist auch relativ von den Beinen, ach stark in den Beinen, weil du Fußballer bist. Bei Fußballern ist es ja immer so, boah, die müssen nicht unbedingt die krassesten Beine haben, sondern sind immer
relativ stark schon ohne die krassesten Beine zu haben. Jetzt darfst du einmal versuchen, das gleiche nachzumachen. Dann schauen wir mal, wie das sieht. Also, boah, ist das heftig. Ich kann es gut merken. Kann man auch mal mit wenig Gewicht was erreichen oder viel erreichen. Schauen wir mal, was Herr Barling so macht. Versuch dich wirklich zu konzentrieren, ja? Schön langsam runter. Genau. Versuch noch ein bisschen tiefer zu gehen. Und dieses runter immer geführter. Vielleicht habe ich das gerade falsch gemacht, aber Kopf ein bisschen weiter nach hinten. Ja, nicht ganz. So überstreckst du. Ja, gut. So wie es sich für dich gut anfühlt. Ja, das ist gut. Bisschen tiefer runter. Wie viel haben wir? Herr Barling, wie viel haben wir? Sieben. Okay, komm schon. Konzentriert langsam runter, ist egal. Dann machen wir mehr. Acht, komm schon. Schön langsam runter. Gut so. Neun. 10, gut so. Weiter geht's, komm schon. 11, tiefer runter, an den tiefsten Punkt. Ich habe fast das Ding da berührt. 12, Kopf ein bisschen weiter nach hinten, gut so. Ja, sehr gut. 13, sehr schön. 14 und ein noch. Sehr gut. 15 und absetzen. So, wie ist es? Ja, das ist extrem. Ja. Ja, quasi am Beinbeuger. Ja. Ja, genau, das ist gut. Also, ja, das ist gut. Gleich erhöhen wir das Gewicht ein bisschen, machen 12, 10, 8, 6 Pyramide quasi und dann schauen wir mal weiter. Ja, die Übung ist jetzt vorbei. Ich merke schon krass in den Beinen, ich glaube Marco auch. Ja. Jetzt mache ich nochmal eine Übung dazu, dann machen wir nochmal eine Übung mit rein oder mit ins Training, bringen wir nochmal mit ein, die ich jetzt nicht unbedingt Anfänger empfehlen würde. Ich sag mal so, Marco, der trainiert ja jetzt nicht seit gestern, sondern wohl schon ein bisschen länger, also vom Training her vielleicht erlebt noch nicht ganz 100%, aber das ist ja nicht schlimm. Aber grundsätzlich hat er schon eine gewisse Beinstärke. Darum machen wir jetzt die nächste Übung, die ich jetzt wie gesagt nicht jedem empfehlen würde, aber grundsätzlich ist sie auch gut für den Beinbizeps. Wir können quasi den Plan, den wir jetzt bekommen haben, machen, aber ohne die jetzige Übung. Es sei denn, ihr wir nehmen uns eine Unterlage, die relativ gerade ist, machen das Kreuz nach unten und voll in die Übung. Ich glaube, die siehst du jetzt auch zum ersten Mal. Ich glaube, woher? Und geht quasi so langsam wie möglich runter und halt also mit den beiden Bizeps fest. Und dann sind die langsam wieder runter. Zwei. Das ist ja nice. Das kostet die Welt, ne? Ja, was soll ich jetzt machen? Und mal gucken, wie Herr Barling sich schlägt. Boah, hiervon machen wir auch noch zwei Sätze. Hier. Schauen wir mal, wie er sich schlägt. Dann hau mal rein. Versuch so lange gegenzuhalten, wie du kannst, ja? Ja, das ist gut. Sehr schön. Junge, du hältst länger aus als ich. Ist gut. Und hochdrücken. Mit Elan hochdrücken. Komm schon, zwei Wiederholungen. Gut so. Zwei, komm schon, weiter. Weiter geht's. Gut so, drei. Gut so, weiter geht's, komm schon. Ja, nah brennt. Und weiter, vier. Komm schon. Fünf, sehr schön. Und ein bisschen schneller das Ganze. Doch, du musst. Komm schon, kann nicht mehr, gibt's hier nicht. Komm schon, sechs. Gut so. Schön, Junge. Sieben. Acht.
Und hoch, komm schon. Neun. Zehn. Kurzer elf. Und einer noch. Und runter da. Hey, beim letzten nicht so schludern. Okay, komm, stopp. Und wie ist sie? Junge, das brennt übel. Gut so. Mach ich Übung fürs erste Mal. Sehr gut. Ja, das war gut fürs erste Mal. Das passt. Letzte Übung für die Beine und der Beinstrecker. Und zwar, das ist ja so, wir haben jetzt den Hauptfokus auf Beinbizeps gelegt. Und Quadrizeps, also hier in der oberen Teil, den wollen wir jetzt auch noch mit reinpacken. Aber wir machen das genauso wie bei der Übung quasi, dass wir extrem genau Ausführung gehen. Also explosionsartig hoch und kurz runter, stopp und wieder explosionsartig hoch. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Deswegen, wenn man den Anfang so extrem macht, wie wir das jetzt gemacht haben. Klar, wir haben wenig Gewicht gemacht, aber dafür die Ausführungskontrolle, also die Mass-Mind-Connection, war sehr extrem und dadurch ist der Muskel in meinen Augen viel schneller ausgepowert, als wenn man einfach von jetzt auf gleich 100 Kilo mehr macht, sondern wir konstant steigern und wirklich konzentriert und sauber langsam arbeiten. Also, wir stellen uns das Beste ein und jetzt schauen wir mal wieder. Bein ist gebrennt. Und ziehen immer zu uns, ganz wichtig. Zwei. Ganz langsam runter. Drei. Vier. Sieht man schon, wie er arbeitet. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Vorbei. Das Beintraining zumindest. Dann wollen wir noch Bauch. Schauen wir mal, Herr Barmin. Komm mal rein. Wie geht's deinen Beinen denn bisher? Die tun richtig weh. Gut so. Echt? Okay, dann darfst du mal. Schau mal. Das sind Fußballerbeine, würde ich sagen. Dafür, dass du noch nicht extrem lange machst, ist das relativ gut. Komm schon. Explosionsartig hoch, zwei. Und deine Kraft ist auch sehr, sehr gut. Obwohl wir jetzt nicht heute auf Kraft gehen, aber man kann merken, dass du schon gute Beinkraft hast. Wie viel haben wir? Vier oder drei? Okay, fünf. Komm schon. Sechs. Ein bisschen schneller als schon arbeiten. Komm schon. Sieben. Acht. Komm schon. Neun. Zehn. Elf. Und einen noch. Komm schon. Das war sehr gut. Na, brennt's? Ja. Okay. Das war jetzt das Training. Wir haben jetzt nicht die Waden mitgemacht und nicht den Bauch. Das hat zwei Gründe. Einmal, die Videolänge würde viel zu lang werden, wenn wir den Bauch mit reinmachen. Und das zweite, ich sag mal so, Bauch ist so ein kleiner Platzfüller. Wir wollen ja morgen auch noch trainieren gehen. Und ich würde dann morgen zu den Muskelpartien würde ich Bauch mit kombinieren. Noch ein kleiner Tipp für nach dem Training. Das kann ich mal zeigen. Natürlich viel Wasser trinken, auch während des Trainings. Sag mal, so ein gutes Training, wenn es eine Stunde geht, sollte man schon 1 bis 1,5 Liter Wasser trinken. Wir haben jetzt immer grünen Tee vorbereitet für die Leute, die trainieren gehen. Und den werde ich mir jetzt auch gönnen. Ich werde auch mal gleich eine für Marco fertig machen. Der grüne Tee ist eigentlich sehr, sehr gut. Der hat zur Folge, dass man natürlich den Stoffwechsel ankurbelt. Und jedes Mal, wenn man den Stoffwechsel ankurbelt, haben wir natürlich einen besseren Muskelaufbau. Wir fühlen uns besser, wir haben eine bessere Fettverbrennung. Der Kalorienumsatz geht dementsprechend hoch. Und das sind so Sachen, die grundsätzlich damit zusammenspielen. Der grüne Tee hat halt eine gute Wertigkeit, beziehungsweise kann der Körper gut gebrauchen. Da gibt es noch viel mehr Produkte, die der Körper sehr, sehr gut verarbeiten kann und gebrauchen kann. Aber ich sage euch einfach, probiert es mal aus, wenn ihr sowieso Teetrinker seid. Und ich sage mal so, 90% der weiblichen oder der Frauen, der Damen, die hier reinkommen, sagen, ich trinke bei der Arbeit sowieso x Kannen Tee, dann könnt ihr auch grünen Tee trinken. Weil im Endeffekt hat der auch immer eine gute, sage ich mal, einen guten Aspekt für euren Körper und einen guten Effekt für euren Körper. Ja, ich würde das Ganze mal ausprobieren an deiner Stelle, wenn du das Video hier schaust. Ich würde die Übung, wo wir uns natürlich langsam vorlassen, wo wir dieses runterlassen, das hinten im Beinbizeps, das würde ich erstmal rauslassen, es sei denn, du bist schon länger dabei. Das hat uns jetzt, sage ich mal, an sich Spaß gemacht. Ich denke, Marco kann es auch gut merken. Wir haben es auch erstmal bei 2 Sätzen sein lassen. Und nochmal eine Sache. Viele sagen dann immer, ja, du musst, also du bist jemand, der immer
voll an die Grenzen geht und so weiter. Ich habe mal so ein Abnehmprojekt gemacht mit Hendrik. Ich weiß nicht, ob sich jemand damit auseinandergesetzt hat. Da haben wir natürlich auch extra für das Video sozusagen Szenen genommen, die ein bisschen übertriebener dargestellt worden sind. Also wenn man, sag ich mal, eine Minute vom Video übertrieben darstellt und die restlichen 50 Minuten nicht übertrieben sind, dann heißt es gleich, ja, der übertreibt, da gehen die Gelenke kaputt oder sonst was. Aber Hendrik, der 60 Kilo abgenommen, hat keine Gelenkbeschwerden oder sonst was, fühlt sich besser denn je und da finden immer noch Leute was Negatives. Also ich finde es eigentlich totaler Quatsch und totaler Schwachsinn. Also wenn du jetzt jemand bist, der sowas behauptet hat oder sonst was oder sowas behauptet und dieses Video guckst, dann, ja, dann brauchst du es auch nicht gucken, weil du wirst sowieso nicht dazulernen im Endeffekt. Also das ist, ja, das ist eigentlich Schwachsinn. Diese Leute tun mir halt solches leid, die sowas meinen und behaupten und ich versuche in erster Linie den Leuten zu helfen und man hilft diesen Leuten wirklich, indem die abnehmen und wirklich sich besser fühlen und ein besseres Leben haben. Und wer damit nicht klarkommt als solches, der soll es tun, der soll es meinen. Das ist eigentlich relativ, auf jeden Fall wollte ich jetzt nicht dieses Video so negativ beenden. Ich würde mal sagen, wenn dir das Ganze gefällt, gib doch mal einen Daumen hoch. Ich werde demnächst noch mal ein paar Sachen zur Ernährung herausgeben oder sagen, weil ich ein paar Fragen bekommen habe, die ich gerne in diesem Videoformat beantworten wollen würde. Und für die Fragen gestellt haben, erstmal der grüne Tee. Ich bin draußen. Prost, bis zum nächsten Video. Ciao.